Und zurück bei Hearthstone. Mit dem mal rum mit dabei. Kaputt sind leer. Hallo. Hearthstone wieder hier, Ja, hallo. heute war auf Englisch, weil ich die englische Voice-Over eigentlich ein bisschen haben möchte. Ja, das ist mir gerade schon aufgefallen. Ich dachte so, hä, seit wann ist denn das so? Now we have to talk in English, please. No. 10 wins, that's not bad. It's a good. It's a good good for this start, I deck. know, It's I a good know. start, yeah. I like this deck. Yeah. Und da hört das Englisch auch schon wieder auf, gell? So wie im Deutschen. Hey, du hast einen Aber das Deck leichten ist. Texanischen Touch in deinem Englisch irgendwie. Ja, da bin ja auch ein Mexikaner. Also. Ja. Aber das Deck ist nicht schlecht. Also da kann man schon was anfangen damit. Ich bin letztens ein Also riesengroßer Priester-Fan 10 Siege. geworden, ja. Ja, Priester ist schon sehr, sehr geil. Also Priester hat auf jeden Fall viele Kombos. Viele Kombos, Na, Priester. die. Erstmal die Hat der Kombos. Magier eigentlich Kombos? Nee, oder? Der Drei. Magus hat seine Ping-Kombos. Er kann den Enrage und Boah, die alles. Hand, Maru. Mit Coin ist die richtig geil eigentlich, aber ich weiß nur die beiden. Du hast Coin. Eben, mit 90. Okay. Ja. Ah, schade. Ich hätte, glaube ich, Ja. ein Zweier Ein bisschen ziehen. cheaper werden können. Ja, aber, Hat der Magier eigentlich, Kartkombination, ja, Kombos? Ja, hat Frostbolt die eigentlich und. den Mana-Würm und Frostbolt und aber kommen viele nicht, Also, oder? Kombos hat er, Frostbolt und Eislanze. Also, Eislanze bedingt Frostviecher. Das würde ich den Entweder ganzen. hast du Kroko. Das wird den ganzen Zug kosten. Wenn es nämlich nicht mehr, kann ich ihn einfach heilen. Ja, stimmt, ja. Smarter, ja. Und wenn, dann hat er sein Frostbolt vielleicht auch draußen. Dieser 3 Mana, wie Ja. viel ist Oh, der? das ist aber riskant. Und es. Oh, Lucky. Es hat ihn gekillt. Aber wäre Das egal musst du auch gewesen, weil mal er kann nichts schaffen. ausspielen. Das heißt. Ja, aber mit einer Arcane Missile den zu killen, ist halt auch sehr lucky, muss man sagen. Obwohl. Ja, hau sie raus. Nee, Oder? nee, nee. Echt? Ich habe die nächste Runde keinen guten Zug, wenn ich die ausspiele. Jetzt kann ich. Okay. Gut, es war eine ehrlich gesagt, es war eine 50-50-Chance, dass ich ihn direkt tötet, da er eh Der gepinkt hat. Maru denkt sehr zukunftsorientiert. Das ist sehr vorbildlich, Oh, wirklich. Da kann Duplicate. man nichts sagen. Was ist das für ein Secret, Maru? Was wird das sein? Gucken wir Guck doch mal. mal weg. Erstmal die Maru, Coin. schau mal. Moment, nee, Ja, warte, schau mal. wer löst das aus? Alles. Okay. Oh. Was war das? So. Aha. Aha. Gut. Mirror. Ein Mirror. Eine Mirror-Identität, Okay, ja. das ist kein Counterspell. Es ist ein Frostschild-Kackding. Wahrscheinlich Frostschild oder Eisblock müssen es ja sein, weil das hätte sonst alles abgefangen, was ich gerade ausgespielt habe. Vaporize ist, wenn du ein Ja, Monster genau, es ist auf hast, jeden Fall oder? irgendwas on attack auf ihn. Soll ich jetzt Auf Eisblock? ihn! Ich meine. Genau, wenn ich ins Dieses. Gesicht haue, nur dann. Okay, Cone of Blood. Ready for action. That's English, Meiru. That's very That's special very for me. English. It's very English. A little bit scared about it. So, what is he doing, Meiru? Please tell me, He's tell us. aiming for my head. Oh no, He's he's aiming aiming for for your my head. little gnomish adventurers. Oh god, your Oh little my gnomish little. adventurer. Oh, she little. What? You can take an egg with the beer That's. and then you play it again if you want to. It's a panda. It's a voo It's a beer. panda, you're right. But, wait, yeah, sure, Oder war man so hier? You can heal him or you can put a crown in him. Okay, gut. 3,5 ist schon eine mighty bitch. Also, Nice, es lockt da vielleicht einen geht schon Feuerball was. raus. Das ist halt mein Ziel damit, dass er einen Feuerball drauf schießt. Ja, klar, soll er nur rausspielen. Wir haben auf jeden Fall die Card Advantage, die haben wir, da kann er nichts sagen. So, was kommt da? Ich bin ja ein sehr großer Fan, habe ich ja schon mal Da, gesagt, vom da, 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 Agentur da, da. stimmt. Da ist er schon, da ist er schon. Absolut Nur wert. noch 3 Karten in der Hand, ehrlich, das ist ja keine Frage, Maro, gell? So, haben wir gut gemacht. Aber was spielen wir Genau. jetzt? Warte Ich will mal. die bei 3 Wir ausspielen. können auf jeden Fall. Golem und Ja, den das Kultisten. passt ganz gut. Und noch irgendwann. Den Kultisten vielleicht. Oder. Ja, oder. Ist der Ist Beste, ja was ich machen egal. kann, weil ich kann mir Ist im nicht selbst. Prinzip safe, ja. Ich werde nicht nur einen großen raus haben wegen Schieb. So ist das für ihn jetzt ziemlich kacke zu so removeln. Flamestrike würde, da ich den zuerst gespielt habe, sogar den buffen.
Was kommt da? Nein, der Strike wird aber noch nicht da. Das wäre ein very early Strike. Okay, der Ogre, den nehmen wir auf jeden Fall mit, oder? Den würde ich sagen, töten wir einfach. Ja, genau. Den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, gute Güte, macht er gut. Gut, perfekt. Hast du gewünscht? Duplicate? Oh, shit. Er hat zwei Ogre. Hab ich bis jetzt kein Minion mehr getötet? Das war das erste Minion, der ausgespielt hat. Hä? Ach, weil er hat sich den da reingeschickt. Hä? Ich verstehe es nicht. Was? Er hat sich den Minion da reingeschickt, damit er. Ich dachte mir. Aber mal. Ihr könnt ja noch viel holen. Jawohl. Die Elfenbogenschütze. Würden taunten? Ich würde auf jeden Fall einen Taunt. Das Problem ist, ich würde gleich beide rein traden in dem Moment wegen Flamestrike. Und da wir das dann nicht mehr haben. Ja, 4. Genau, 4. Genau, ja. Genau. 4, 6 und die Archerin, oder wie sie. Aber haben wir was mit Spellpower? Nee. Mit den hier. Nicht was so. Ja, und. Ja, genau, spielen ihn hier. Stehen hier und heilen. Das habe ich mir vorgestellt. So. Okay, die Card Adventure ist ein bisschen hinten nach gerade wieder. Ich meine, wir sind auf Vergleich. Naja, der hat 2 Karten wiederbekommen durch den Ober, den wir gekillt haben. Ja, stimmt. Ja, gut. Einer ist aber schon. Ja. So, da wird weggepinkt, der arme Mann. Aber ist kein Problem für mich. Nice. Aber auf die Weise kann ich jetzt die Spellpower raushauen, dann nächste Runde zu traden. Yes. Jetzt ist aber Flamestrike. Der schreit quasi danach, dass er raus will. Würde trotzdem das komplette Board für mich klären. Ich werde dann am Zug. Er muss traden mit der Eule rein und Flamestriken, ja. Alter, die Karte gezogen, die Karte zerstört. Sein Beaver Strike, oder? Der. We must cleanse the tradet er die Owl? Schlecht, na gut, okay. Okay, damit, okay. Heilst du sie? Also, gibst du ihr Leben? Nö. Das ist sie dir nicht wert. Ich glaube, ich taunte nicht wegen zweiten Strike. Ja, ich will gar nicht. Wollte ich gerade sagen, ich will gar nicht, weil wenn ein Strike kommt, dann war's das. Die sind böse, die Flamestrikes. Das ist der nächste Flamestrike, oder? Ne, noch ein Ogre. Der ist kein Problem. Ogerone. Und ein Feuerball. Aber der. Ja, jetzt hat so 2 Feuerbälle bisher schon gehabt, der krasse Typ. Ha, warte mal, was das kannst du mit Dwarf und mit der mit Holy Nova? Nicht genug, eins zu wenig. Hey, give me a jetzt würde es reichen. Shit, bitte. Jetzt ist er da. Ja. Du kannst Heiligen Gnome aber lieber hoch. Ich könnte dir einmal Ping machen und mir scheinbar gerne. Nein, das wäre. Heiligen Gnome hoch? Genau, Heiligen Gnome hoch und pickt er den einfach weg. Taunt ihn, damit er meinen 2-9er nicht angreift. Ja, genau. Er wird aber. Warte mal, wie viel ist er dann? Auf. 5? Er müsste Flames striken, dann würde er 5 Schaden machen, um ihn zu töten. Eine Berserker. Er hat auch einen. Okay, jetzt kommt ein MLG. Reicht das von meiner her? Jetzt kommt ein MLG? Wenn das jetzt mir ins Gesicht pinkt, ja. Wenn den dann pinkt, dann ist er noch gut, aber nicht mehr ganz so gut. So. Das ist jetzt sehr delikat. Das ist jetzt sehr delikat, wie ich das jetzt mache. Der Wolf. Du hast den Wolf gezogen. Mach für die Heilige Gnome nutzen. Also, wir mal Zug erklären. Also, ich mache jetzt auf 4 Schaden hoch. Ist kein Metal, Digga. Nee, ich mache jetzt auf 4 Schaden hoch. Ja, genau, 4 neue durch den Zwerg, Dann komme ich aber rein, hat er noch 2 Leben. Ja. Ich hätte noch genug Leben übrig. Du hast aber ein Holy Smite. Genau. Oder eine Nova. Genau, dann habe ich den Zwerg, die Nova und den Smite, würde beide töten damit. Das ist aber jetzt schon sehr Wombo-Combo. Ja. Wombo-Combo, weg. Ja. Zeig. Hat er gut gemacht. Wir haben 5 Sechser noch im Feld. Er hat hoffentlich den dritten Feuerball. Flamestrike sicher?
Oh, und ui, da kommt was. Da hat er was. Das ist ein Frostbolt. Ah? Oh, Kohle und Kohle. Oh. Da hat. Oh, was machen. Das ist aber riskant, weil er hat den mehr Schaden gebufft hier. Ja, ja, richtig. Aber da hat er was vor. Heil irgendwem. Den hier. Und auslassen. Ich bin nichts aus. Einfach nur aufgrund der Gefahr her, dass das hier ein Duplicate ist und er dann traden könnte. Und er hat einen Feuerball getopdeckt. Sehr nice. Gut, dass wir den geheilt haben, weil so hat er zwei Züge jetzt quasi verschwendet. So, könnte das sein. Okay. Probieren wir es aus. Ich werde jetzt erst einen Minion ausspielen. Zwar den hier, weil den kann ich super traden mit dem Zwerg. Wobei, den Wolf. Nee, den Spellbauer wurde. Ja, genau. Dann kannst du ihn umhauen. Nein, ist nicht. Ist Vaporize. Nö. Dann ist es. Was ist es? Ein Spellblock vielleicht. Duplicate. Oh, Duplicate. Komm. Noch einmal Kartenvorteil, selbst wenn du Flamestrikes. Was hat er da? Ich weiß es nicht. Ist eine Barriere ist dabei, sag ich. Eine erste den aus? Komm, hau mal den 2-1 rein. Ah. Okay, gut. Haben wir gut gemacht. Genau, jetzt. Da, sehr gut. War gut. Duplicate. Nö. Nein. Dann wird ein Eisblock am Pondospell sein. Nee, haben wir schon getestet. Achso. Dann ist es. Was ist es? Counterspell? Eisblock oder Counterspell, ja. Achso, ja, Eisblock musste ihn ja auf 1 HP runterhauen, ja. Genau. Der Yeti. Ui. Okay. Aber das ist nicht. Aber der spielt doch auf dem Flamestrike hin, oder? 5-10, okay, das ist auf jeden Fall. Also. Schade, dass ich hier. Das Problem ist, dass. Mach das! Ja. Wenn du das Callspell ist, haben wir gewonnen. Okay, ist ein Eisblock. Dann machen wir das so. So. Funk. Eisblock. Eisblock, sehr gut. Okay, gut. Nice, Marwan. Nice. Okay, gut. Und wenn er jetzt nichts hat. Ich scheißegal, er hat nichts. Was soll er machen? Selbst wenn. Ist es keine Karte, mit der er Sport spielen kann. Oben kriegt er mein Dicken. Okay, wer ist ein Flamestrike-Karte? Hat eine Chance. Jetzt ein Strike hat er. Nee, hat er auch nicht, weil der Yeti wird überleben. Ne, stimmt. Und noch ein Feuerball. Oh, 4 Feuerbälle, krass. Hat aber eine gute Hand gehabt, oder? Ja, ein sehr gutes Deck. Gutes Deck, bist du wahnsinnig. Maru, 11. Die 11. Maru. Yeah. You feel it? I feel it. I'm feeling it. I'm really feeling it. Okay, Maru, wolltest du jetzt nicht aufgehen? Nein, also, Kapuze, diesmal nicht. Nein. Wenn du jetzt der Geilste wärst, müsst du einfach aufgehen. Würde ich sagen, ich hab keinen Bock. Ach, stimmt, ich würde aufgehen, weil keine Elf. Okay. Ich erinnere mich. Ich dachte, dass du aufhören sagst, dass ich einen Cliffhanger habe, aber ich das schaffe nicht. Ich werde leider wieder aufhören. Sag mal so, wenn die Runde jetzt verlieren, mache ich einen Cliffhanger. Ja, klar. Aber weißt du, wenn du wärst jetzt der Geilste gewesen, wenn du das einfach so unkommentiert hättest stehen lassen. Und dann einfach so, das war's, aufgeben. Ich hab Retail ausgedrückt. Und die Folge war zu Ende, nicht mal eine Outro. Ich hab die Kisten auch gemacht, das ist. Genau, die Kisten. Und morgen einfach ganz normal weiter, so eine Troll-Folge. Ja, nicht mal die Kisten, wie scheiße. Oh, die Hand ist aber in Ordnung. Von Stadt auf jeden Fall, ja. Unser kleiner Dinger. Jetzt gerne ich mit Holis gegen Paladin unbedingt. Oder er könnte was rauskommen, was ich nicht mag. Nee, lass mal. Well met, Mayro. Echt? Ich spiel's hier nicht? Ihr könnt 3-2 spielen. Gut. Aber wir hätten 3-2 spielen können mit Coin, das wäre ziemlich lässig gewesen. 3-2, ja. Jeden so. Raptor, einen Us oder sonst was. Das wäre ein richtig schlechter Tausch gewesen für mich. Ja, stimmt. Okay. Nur kann ich jetzt immer die ausspielen und einmal heilen. Ja. Ah, nice. Und das habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Das macht. Du bist so smart, Maru. Viel smarter als wir alle. Deswegen hätte ich mir gewünscht, einen Smite zu ziehen. Dann hätte ich das nämlich gemacht, aber... Was hat er da gemacht? Ah, dann hat er gebufft. Der stirbt einfach so, dann schmeißt man die einfach da rein. In den Pool. Ah, ich spiele leider von hinten. Das ist doof.
Dann ziehen wir halt beide Karten. Ja, aber der Ding, also der Typ, der haut schon. Also, er ist nicht so schlecht, muss man sagen, ne? Ja, genau, die Klerikerin und zieht die Karte, genau. Ah, ne, ich zieh die Karte, ja, hast recht. Ne, ich zieh die Karte. So, nice, die ist gut gegen Parler. Vor allem das Ding ist, wenn du jetzt tradet mit der Klerikerin, haust du einfach mit der Elven Archer den weg. Genau, sehr gut. Hat eine Karte rausgezogen. Kein Problem für ihn, aber er hat den Zug verschwendet, das heißt, wir können das Vorhersehen entwickeln. Das heißt, er hat zwar jetzt Kartenkarte ausgespielt, aber dafür Board Advantage verloren und das ist für uns ja kein Problem. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass er die Berserker ausspielt. Na komm, gib uns den Berserker. Gib uns den Berserker. Mach uns den Berserker, los. Glaubst du, hat er den? Berserker ist eine Schildkröte, das ist das Traumziel dafür. Guck dir an, wie sie sich schon die Gedanken festhält. Konzentriert guckt. Ich sehe einen Berserker. Er kommt und ich will ihn mir holen. Oder einen ganz starken oder einen Fairy Dragon. Nein, keine Ahnung. Okay. Du könntest mit dem Panda. Hab ich schon drüber nachgedacht. Guck mal kurz, wie viel Mann ich noch übrig habe, wenn ich geheilt habe. Nö. Ja, genau, ja, mach so. Board Advantage. Ja, nicht schlecht. Ich habe nur die Vermutung, dass er eine blöde Parler-Waffe da hat. Die hat ja Parler. Aber kann ich eh nicht verhindern, dass er die hat. Ja, klar. Also kann ich den jetzt schon hochheilen hier. Oh, Kodo. Ja, oder? God damn it. Ui, give a minute. Oh, okay. Ha. Der bringt ja da gar nichts auf dem Ding. Aber. Desto trotz. Ja, nice. Ich kann's vergessen. Nein, du kannst sogar sie spielen wohl. Sechs Schaden. Ja, überlebt es mit einem HP. Ja, aber das reicht. Nein, nee, ich halte die nächste Runde hoch nochmal. Oder du holst sie zurück. Nö, ich spiel den ja aus. Okay. Weil er gebufft. Ich hoffe jetzt halt nur nicht, dass er. Achso, du kannst ja dann die Heilerin springen. Mhm, du kannst zweimal heilen diese Runde. Ich hoffe halt nur nicht, dass er jetzt Spell Power und Weihe hat. Ja, das wär fies. Aber so weit denken die Leute normalerweise gar nicht, dass Spell Power mit Weihe zusammenspielen. Und dann geht auch nur mit dem Kobold. Ah, na, wer ist gefährlicher? Der ist gefährlicher. Ach, der hat einen Konter. Also ist das ein Rache oder ein Get Down? Will ich ja gleich sehen. Ein Rebirth. Ja. Das bei Gottes Schimmel ist das krass. Er kriegt sogar Gottes Schild. Bei Gottes Schimmel ist das krass, das Rebirth Redemption. Sogar mit Gottes Schild, das ist ein bisschen. Das ist der Taunt ist so krass, dieser 4-5er Taunt mit Gottes Schild. Oh, Tyrion. Das ist so ja, aber er kommt halt wieder, aber der. Das ist, weiß ich nicht. Das ist so eine Grauzone, dieser Effekt, finde ich. Komm, hol Nova. Ah, shit. Das ist schön gewesen, ja. Ja, das ist auch in Ordnung. Ich muss mal durchkommen. Ich mag den Zwerg. Ja, die meinte ich mit der Scheiße. Ja, mit Rächer. Aber das ist kein Problem, weil wir kriegen jetzt einen kleinen Popel. Um das Kurzschild auszulösen. Stimmt. Das ist nicht. Oh, da ist die Nova. Ein bisschen zu spät. Will ich aber ausspielen müssen, um das Board zu klären. Leider. Ich würde ja am liebsten den Zwerg selbst mit dem Zwerg buffen. Wenn es gehen würde. Oder warte traurig. Warte ich noch einen Zug. Also, achso, warte, ja. Oh, nice, stimmt, ja. Und wenn er. Wem wird er killen? Ja, er könnte eine Weihe oder sowas. Ja, könnte. Ja, das Ding ist aber, ich hab jetzt kein. Die Nova, ich warte eine Runde.
hätte ich auch. Es war schon ein bisschen riskant, aber die Nova, wenn man sich ehrlich ist, die bringt halt mehr, wenn mehr Minions am Feld sind. Ne? Mhm. Also wenn du die 5-6er killst auf jeden Fall. Ah, shit. Das, ja, ist, genau. Ey, das wäre jetzt eine Gefahr. Wir haben noch, ist kein Problem. Wir haben noch die gebuffte Nova. Ja, wir haben Spellpower, ja. Genau. Komm, spiel noch. Hier ist ein Problem. Ach, das gibt's doch nicht. Ehrlich, so ein Glück muss ich wieder haben. Das ist hier wieder. Na, ist egal. Wir haben keine Nova im Feld. Kein Problem. Nova muss ich ausspielen, um die Value zurückzubekommen. Das haben wir noch, die Option. 4-1 mit 2-2er traden. Also ich weiß, was du vorhast. Ja, gut, okay. Er muss bis jetzt. Gekommen. Was für eine Scheiße. Was ist das für eine... Aber gut, wir haben aber die Nova clear. Jetzt ist die Nova noch besser. Das macht... Jetzt ist die Nova schon richtig gut. Ja, die Nova. Und jetzt gibt's ein Gottesschild für den oder was? Das finde ich geil. Natürlich. Nee. Okay, aber die Nova ist richtig nice jetzt. Das war ein sehr krasser Zug gerade. Da ist mir jetzt gerade ein bisschen was das Gesicht eingeschlafen, glaube ich. Das wurde die Patience belohnt. Ist, weil das ist nämlich genau das, was du machst, ist, was du eben nicht machst, dass du über die ganzen Karten ausspielst. Das ist genau das, was ich gerade sehr, was gerade sehr geholfen hat. Na gut, aber wir haben immer noch einen Nachteil jetzt. Ja, die zweite Nummer wäre jetzt schön. Schade. Ja. Weg. Weg. Will ich komplette Bot entwickeln? Ja, muss ich. Was? Ja, alles aufs Board bringen, was ich hab, weil sonst habe ich keine Chance mehr, das wegzutraden. Ja. Okay. Ich muss jetzt hoffen, dass er, keinen AOE zieht. Ist Top Deck War. Wir haben von uns beiden beim Top Deck Gewinner gewonnen. Ja, aber das Traden ist jetzt easy. Den 1-1er mit dem 2-1er, den 2-1er mit dem 3-2er, 3-4. Ist ein Mega übrig. So eine Nova wäre jetzt einfach unendlich gewesen. Tyrion! Nein, Gott, schick uns das Mind Control! Bitte! Mind Control! Ja. Mind Control! Mind Control! Mind Control! Die Etzitierer in so einer Situation. Ach, schade. Also, nächster Versuch. Ach komm. Etzitierer in so einer Situation. Das muss der mal. Warum? Zum einfach so ablenken, dass ich am Leben bleibe, bis ich Mind Control ziehe. Zitiere und in der Situation. Reporting for duty. Mein Control, come on. GG. Nee, auch nicht. Nein, eher noch nicht, das stimmt. 6. Ich will nicht mein Kontroll ziehen, ist das Ganze noch wieder umgedreht. Das ist noch nicht gesichert. Ja, richtig, ja. Jetzt bin ich tot. Ja. Nee, ich hab noch einen Leben. Ein HP noch. Ein HP noch. Oh, er hat ihn getötet sogar. Da hab ich doch noch mehr Leben. Komm an mein Kontroll, komm! Jetzt geht's. Wenn jetzt kein mein Kontroll fast was. Komm! Ach, Scheiße! Okay, Titi. Ja, das ist halt. Oh, komm. Das Deck ist aber schon krass, oder? Also, das Deck von mir. Der hat auf alles eine Antwort, was wir hatten. Er ist richtig, wir hätten nur Mind Control gebraucht. Alles. Kleine, schöne Ding und das hat das Spiel gewonnen. Das waren die letzten 3 Karten. Der hatte auf alles eine Antwort, ehrlich. Wir waren nicht schlecht. Mhm. Wir haben sogar das Board mal wunderschön gekriegt. Nein, wir hätten halt die zweite, das oder das hätten wir früher gebraucht. Eins von beiden. Aber wir haben 2 Holy Novas sogar. Wir hätten den zweiten Nova gebraucht oder das Mind Control. Dann hätten wir das Runde sogar noch gewinnen können. Tja. Aber das Deck war schön. Also das war ein nicht starkes Deck von denen. Tja, die Frage ist, drücke ich jetzt den Knopf? Nein. Nein. Oder warum drücken wir jedes Mal in der nächsten Folge? Das sehen wir in der nächsten Folge. Kapuze, wir haben wieder den Cliffhanger, den Kapuze unbedingt möchte. Oh, voll böse. Na dann, in der nächsten Folge dann wissen wir, ob 11 oder 12. Bis dann. Tschüss. Tschüss.